Nachdem Mercedes-Benz nun schon mit dem GLA, GLC und GLE die Nomenklatur aufgeräumt hat, wird dieses großreine Machen mit dem Mercedes-Benz GLS abgeschlossen. Aus dem GL wird also mit dem Zusatz S verdeutlicht, dass er auf der Ebene der S-Klasse rangiert. Das Topmodell fürs Gelände und als SUV für 7 Passagiere. Im Vergleich zum Vorgänger GL hat sich beim GLS nur wenig geändert, denn der GL war schon ein beeindruckend gutes Auto. Die Schwerpunkte der Überarbeitung zum GLS lagen bei den Stoßfängern und den Heckleuchten, die noch einmal die Breite und damit den satten Stand auf der Straße unterstreichen. Die Dachreling, der Unterfahrschutz, die Bordkantenzierstäbe, der Gepäckraumgriff und die Seitenschwellerzierleiste setzen weitere Chromakzente im Design. Im Innenraum trifft der Fahrer auf viel Bekanntes. Eleganz trifft auf Raum. Auffallend ist vor allem die neu gestaltete Armaturentafel mit teilintegriertem Media-Display, das neue Multifunktionslenkrad mit 3-Speichen-Design, die geänderte Mittelkonsole mit Touchpad sowie die neuen Ausstattungsfarben und Zierteile. Hinzu kommt auch noch der üppige Gepäckraum, der auch mit 3 Sitzreihen noch Platz für 680 Liter bietet. Gerade auch auf dem amerikanischen Markt dürfte die üppige Ausstattung mit Ablagen viel Beachtung finden. Verzichtet man auf die hinteren beiden Sitzbänke, gibt es Platz für bis zu 2300 Liter und eine Laderaumlänge von 2124 mm. Insgesamt kann der große Raumgleiter 815 Kilogramm Zuladung transportieren. Der GLS wird wahrscheinlich nur sehr selten Offroad sein, aber er kann es. Seine ausgereifte 4MATIC, so heißt bei Mercedes der Allradantrieb, meistert zugeschneite und vereiste Bergstrecken nahezu problemlos. Mit einer Länge von 5,13 Meter, einer Breite von 1,93 Meter und der Höhe von 1,85 Meter stellt er eine imposante Erscheinung dar. Sein Zuhause ist aber die Straße und besonders die Langstrecke. Über längere Distanzen kommt den Passagieren der komfortable Großraum und auch das sanfte Gleiten zugute. Hier präsentiert sich die Gelände S-Klasse als sehr angenehmes Reisemobil. Allerdings wird die Mehrzahl der produzierten Fahrzeuge entweder ins prestigeorientierte China oder auf dem auf große Überlandfahrzeuge spezialisierten amerikanischen Markt verkauft werden. Für die Sicherheit im GLS sorgen serienmäßig eine ganze Reihe an Fahrerassistenzsystemen. Optional können auch noch weitere Fahrerassistenzpakete gebucht werden. Bei dem Antrieb haben die GLS-Kunden zu Verkaufsbeginn die Qual der Wahl. Neben dem von uns gefahrenen GLS 400 gibt es noch einen stärkeren Benziner mit dem GLS 500. Topmodell der Baureihe ist der Mercedes AMG 63 4MATIC mit einer Höchstleistung von 585 PS. Neben den Benzintriebwerken steht aber auch noch ein V6 Dieselaggregat mit 258 PS für 74.791,50 € als Einstiegsmodell in diese Baureihe zur Wahl. Zum Start der neuen GLS-Generation kommt bei allen Versionen, mit der Ausnahme der AMG-Version, serienmäßig das 9-stufige Automatikgetriebe 9 G-Tronic zum Einsatz. Die AMG-Version wird es nur in Verbindung mit dem AMG Speedshift Plus 7G-Tronic-Getriebe geben. Der Preis unseres Testfahrzeuges, dem GLS 400 4MATIC, beginnt bei 76.666 Euro. Bei diesem Preis und der Größe dieses Raumgleiters ist Exklusivität auf europäischen Straßen fast garantiert.